So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legend of Mushroom. Ja, es gibt viel zu tun. Es gibt jetzt ein neues Event. In der Glücksmaschine ist hier, sind diese Fächer für Magier und Heiler. Das werden wir gleich machen. Und es gibt hier ein neues Kinder-Event sozusagen. Kinderspaßpark heißt das Ganze. Und hier kann man auch sehr viele Sachen ziehen. Das werde ich aber nicht machen, weil das für echt Geld ist. Wir werden uns mal auf die Glücksmaschine fokussieren heute. Und ich habe 210 Marken. Das sind ungefähr 40%ige Chance, dass wir hier was Gutes ziehen. Also wünsche mir Glück. Los geht's. Wir hoffen darauf, dass wir die Fächer ziehen. Noch 110 Ziehungen, 100 Ziehungen. Noch 50. Noch 20, noch 10 und wir haben es nicht bekommen. Gut, das soll es davon gewesen sein. Und wir haben 36.000 Lampen gespart, die werden wir jetzt mal öffnen. Außerdem könnt ihr hier bei der Katze, die ist ganz OP. Könnt ihr Geld aufladen und das Zweifache oder Dreifache bekommen. Also falls ihr Interesse daran habt, nutzt das auf jeden Fall aus. Wir haben in der Arena haben wir einmal einen Angriff bekommen durch die Lampen. Greifen wir mal Misa an. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, easy. So, wir sind gerade Erster mit 1905 Punkten. Und in der Cross Arena bin ich gerade Platin 1, 15. Das heißt, ich könnte noch aufsteigen. Mal gucken, wie es läuft. So, wir hoffen bei den Ausrüstungen und Fähigkeiten kritischer Treffer und Betäubung zu bekommen. Beides auf einmal wäre ziemlich OP für mich als Magierheiler. Und wir haben schon wieder drei Angriffe bekommen. Durch Lampen ziehen. Oh, den hätte ich nicht angreifen dürfen, egal. Nicht schlimm. Bei Clan-Leuten machen wir maximal einen Angriff. Aber ich glaube, dem Tim ist das egal, den juckt das nicht so. So. Alles klar. Das hätten wir auch gemacht. Gibt es hier im Chat irgendwas abzuholen? Nice, okay. Warum leuchtet das noch? Entzünde die magische Lampe. Ah, okay. Immer noch nicht bekommen.
So. Ja, ist jetzt ziemlich langweilig, das runterlaufen zu lassen, weil wir sonst nichts tun können. Wir könnten nebenbei mal hier die Kampfgeistprüfungen probieren, ob ich das schaffe. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber mal gucken. Nee. Den schaffe ich nicht. 352 bin ich gerade. Ich wünschte, man könnte alle Lampen auf einmal aufmachen. Das wäre OP. Das würde nicht so viel Zeit kosten. Wir sind zurzeit bei unbegrenzt 1, 10, 3. Wenn ich das auch noch schaffe, dann sind wir bei unbegrenzt 2. Das wäre auch richtig gut. Müssen in der Story ein bisschen vorankommen. Jetzt sind wir bei 10,4. Mal gucken. Was können wir sonst noch machen? Wir könnten hier ein paar Früchte klauen. Komm schon, keine Kürbisse, doch hier. Okay. Ja, wir sind bei den Früchten Level 36. Ich habe keine goldenen Früchte mehr, das ist ja mal schade. Aber jetzt ist der Battle Pass wieder draußen, da sollten wir welche bekommen demnächst. Alles klar. Ich kann euch das Event ja mal ein bisschen zeigen. Also hier ist die Platzierung. Lauf in Freiheit. Hier ist ein kleiner Battle Pass. Für die ganzen Würfel, die man dadurch bekommt, dann kann man am Rad drehen. Bei Besuch, da muss man Fotos sammeln, habe ich das, so habe ich das verstanden. Genau, hier kann man die Sachen dann ziehen. Dann kommt ein weiteres Event in 4 Tagen. Hier kann man jeden Tag, hier habe ich den Hinweis schon gemacht, hier kann man jeden Tag ein Versteck aufdecken. Hier gibt es ein kleines Spiel. Das können wir mal einmal zusammen machen. Das ist wie so ein Musikspiel. Da muss man rechtzeitig hier drücken. Auf dem PC ist das ehrlich gesagt nicht so angenehm wie auf dem Handy.
Ne, das ist überhaupt nicht angenehm auf dem PC. Auf dem Handy ist es einfacher, aber da kann ich es euch nicht zeigen, weil ich dann nicht aufnehmen kann. Also ich könnte es aufnehmen, aber das ist, glaube ich, so zu umständlich, das dann auf dem PC zu bekommen und so weiter. Also ich wollte es euch nur gezeigt haben. So, hier gibt es Herzen, die man sammeln kann von den Ziehungen. Die kann man dann umtauschen für irgendwas. Dann kann man sich hier Würfel kaufen für Echtgeld und so weiter. Das war das ganze Event. Und wir haben eine Ausrüstung bekommen. Ausweichen, Betäuben hatten wir davor. Und wir haben jetzt Fähigkeiten, kritischen Treffer und Erholung. Das ist auf jeden Fall besser. Oder? Ne, ist nicht besser. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil wir Ausweichen haben. 4%, das ist mega viel. Ja, dann verkaufen wir das mal. Bestätigen. So, wir haben immer noch 32.000 Lampen. Das wird ein bisschen dauern, die Folge. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und im nächsten Video erzähle ich euch dann, was ich Gutes gezogen habe und was nicht. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.